Knickohr und der kleine Wolf. Wie konnte ich mich darauf nur einlassen? Oh. Entschuldige, Fettauge. Bleib stehen, Knickohr. Na, was soll denn das, Knickohr? Dass ich sowas nicht mache, weißt du doch. Also, ich werfe den Stock bestimmt nicht. Na, so musste es ja kommen. Du willst wohl nicht kapieren, sondern immer nur rennen. Na, dann mal los. Au, wer war das? Na? Na, wenn das so ist, dann gehe ich eben. Woanders kann ich wenigstens spielen, so viel ich will. Das ist merkwürdig. Knickohr ist noch nicht zurück. Sonst lässt er doch keine Mahlzeit aus. Ich suche ihn. Kleiner Wolf. Lecker, hm? Ja, aber was ist denn? Hast du etwa keinen Hunger? Ah, du magst lieber frisches Fleisch. Endlich habe ich dich verstanden. Komm, wir gehen jagen. Bereit zum Angriff, kleiner Wolf? Da kommt unsere Beute. Nanu, so still hier. Komisch. Was denn das? Lass das, Knickohr. Ich bin's doch. Ja, du bist es wirklich, Akari. Was fällt dir ein, uns so anzuspringen? Nein, lass das. Das ist ja Kari. Hör schon auf. Ich bringe ihm nämlich gerade das Pirschen bei, weißt du? Dieser Kleine ist mir zugelaufen. Er hat sich verirrt, glaube ich. Aber zum Glück hat er ja noch rechtzeitig mich gefunden. Ist ja gut. Ganz ruhig, hm? Anscheinend geht es ihm gut. Aber er muss sein Rudel wiederfinden. Was? Quatsch. Er kommt mit zu mir nach Hause. Das ist doch unmöglich. Ein Wolf. Na und? Wir beide sind doch fast gleich und von jetzt an bin ich eben sein Rudel. Ach Unsinn. Wenn er größer wird, erwacht sein Raubtierinstinkt. Dann kann er nicht mehr bei den Menschen leben. Es ist zu spät, um noch vor Einbruch der Dunkelheit zurückzukehren. Wir übernachten hier. Keine Angst. Das Feuer wärmt uns schön. Und wenn er gefressen wird,
Er kann sich wehren. Er ist ein Wolf. Und wehe, ihm krümmt jemand auch nur ein Härchen. Wo willst du hin, kleiner Wolf? Da hast du es, Knickohr. Er will unbedingt sein Rudel wiederfinden. Ja, aber er kann nicht mitten in der Nacht so weit laufen. Jetzt ist Schlafenszeit. Gute Idee. Und morgen werden wir ihn ein Stück begleiten. Yakari, die beiden sind weg. Was? Aber wohin? Sie können noch nicht weit sein. Was für komische Geräusche hier. Sie waren hier. Au, 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 er hat mich gepiekst. Au, au. Lauf weg, Kleiner. Du bist aber ganz schön mutig, also ich muss schon sagen. Das wundert dich? Er ist ein Wolf. Ach, du schon wieder, Yakari. Denn ein Wolf, auch wenn er noch ganz klein ist, kann sich gegen jedes andere Tier wehren. Und dieser Stachel hier, Knickohr. Au, au. Siehst du jetzt ein, dass die Wildnis nichts für dich ist? Lass ihn jetzt gehen und wir kehren zurück nach Hause. Ich bin doch auch wild. Ich habe auch einen sehr guten Riecher und kann ganz leicht Wölfe damit aufspüren. Ich zeig's dir. Ja, da lang. Was denn? Ach, Knickohr, geh bitte nicht weiter, ja? Das sind doch nicht deine Freunde. Die Wölfe sind nun mal Raubtiere. Es könnte gut sein, dass sie dich einfach auffressen. Nein, das glaube ich aber nicht. Und es ist auch völlig egal. Wenn unser Stamm mich nicht haben will, dann gehe ich eben zu den Wölfen. Er weiß gar nicht, worauf er sich da einlässt. Ja, das geht schief. Eben. Aber wenn er nicht hören will, müssen wir was unternehmen. Und ich habe auch schon eine Idee. Es kann losgehen. Da kann er bestimmt nicht widerstehen. Oh. Oh. Ja. Wir spielen ganz ruhig weiter mit ihm Stöckchen holen und er kommt ins Lager zurück, ohne es überhaupt zu merken. Ist der Plan nicht ein bisschen umständlich? Yakari? Na klar. Das war blöd, ich weiß. Aber ich will doch nur dein Bestes, Knickohr. Puh, sicher. Komm, kleiner Wolf. Das war sehr lustig, aber jetzt müssen wir weiter. Da sind sie. Du siehst doch, wie verschieden ihr seid, oder? Sie werden mich trotzdem aufnehmen. Nein, Knickohr, lauf nicht zu ihnen. Nein, du musst jetzt einfach an Knickohr glauben. Er ist bestimmt klug genug, um sich retten zu können. Der Kleine kommt zurück. Das freut mich sehr. Jetzt können wir alle nämlich endlich wieder zum Rudel zurück. Hallo, ich heiße Knickohr. Ich will mit. Was? Wer ist das denn da? Ein Hund. Er lebt unter den Menschen. Hast du den Kleinen entführt? Was meint ihr? Ihr irrt euch. Nein, kleiner Wolf, oh, bitte sag ihm doch. Oh nein, sie fallen gleich über ihn her. Knickohr ist manchmal einfach zu dumm. Was ist denn hier? Oh, ich bin doch praktisch einer von euch. Geh da nicht hin. Lasst ihn! Yakari!
mein Junge ist gerettet. Alles in Ordnung, Knickohr? Ja, ich glaube schon. Oh, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Das also ist Yakari. Weißt du, von dir habe ich schon viel gehört. Knickohr lebt eigentlich bei unserem Stamm. Er hat den Kleinen in der Wildnis gefunden. Und er hat ihn beschützt. Und wir danken ihm dafür. Du hast unser Junges gerettet. Du bist uns jederzeit willkommen, Knickohr. Na, Knickohr, bist du jetzt auch nicht traurig, dass du mit uns zurückkommst? Ach, weißt du, Yakari, die Wölfe und ich, wir sind zu verschieden. Und außerdem sind die immer so ernst in diesem Rudel. Yakari, hast du eigentlich noch Stöckchen? Oh.